Hi Freunde, grüßt euch, Robert hier. In diesem Video werde ich euch kurz erzählen, was heißt kurz oder lang, so wie ihr es wollt, wie es bei Christian Bischoff war am Wochenende. Ich habe ja gesehen, ich habe etwas gepostet, ein paar Bilder und so. Ich war ja mit Manja dort und das Seminar hieß Die Kunst, dein Ding zu machen. Ich will euch kurz erzählen, wie es uns gefallen hat, also mir vor allem gefallen hat. Erstmal kann ich auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall richtig gut für jedermann. Egal in welcher Situation des Lebens du bist oder du dich befindest, egal wie schlecht es dir geht, ich würde sogar eher sagen, gerade wenn es dir richtig schlecht geht, dein Selbstwert ganz, ganz unten ist. Und zwar minus eine Million, um das mal krass zu sagen, ist es regelrecht Pflicht, dorthin zu gehen. Auch wenn dein Selbstwert ganz, ganz oben ist, was Oma auch immer für Überheblichkeit oft so, leider sorgt, ja, wenn man das nicht unter Kontrolle hat. Wie gesagt, auch wenn ihr denkt, ihr seid schon die Größten, die Besten, ihr seid Persönlichkeitsentwicklung Nummer 1, glaubt mir Leute, das Seminar ist wirklich für jeden da. Und vor allem für Leute, deren Selbstwert, wie gesagt, unten im Keller ist, kann ich es gerade nur empfehlen. Oder wenn man eine schwere Krise hatte, so wie in meinem Fall jetzt, das beschleunigt einem alles, weil da sind einfach mal 2500 Menschen, die irgendwo alle Probleme haben oder die irgendwo alle weiterkommen wollen. Bei 2500 Menschen ungefähr, ja, ist es wirklich so, dass diese Energie dort so stark ist, ja, auch wenn dort zum Beispiel, wenn Christian Bischoff eine Meditation spricht, gerade am Anfang oder so, wo er alles zusammenfügt, ja, es wird immer die richtige Musik mit eingeblendet, er hat eingespielt. Er hat ein wundervolles Team, das so herzlich ist, dass sie einfach nur den ganzen Tag umarmen will. Kostenlos, ja. Das Thema spreche ich dann auch gleich an, kostenlose Umarmungen. Es werden einfach... dort macht man Übungen, die kann man irgendwie kaum beschreiben. Ja. Also ich selber kenne das ja aus dem Harz. Ich habe ja da von 2010 bis 2015 in einem sehr spirituellen Seminarzentrum gelebt, wo wir auch die Leute aus ihrem Kopf rausgeholt haben. Auch wenn sie krank waren, auch wenn sie, egal in welcher Situation, ja, Energie kann jeder brauchen, Klarheit kann jeder brauchen. Man lernt immer etwas dazu und wenn man offen ist, lernt man da richtig viel dazu. Ja, ich will jetzt nicht hier mal sagen, kann es euch allen empfehlen. Auf jeden Fall, was mir groß am Herzen liegt, ist halt die Energie. Ja, wenn es um Energie geht und vor allem um Gruppendynamik, Gruppenenergie, potenziert sich das um das Tausendfache noch mehr. Also wenn dort, man sagt im Grunde so, bei spirituellen Seminaren, auch wenn man meditiert und so, ist es so, dass 7 Leute die Kraft von 100 haben. Dann kann man sich ja vorstellen, wie toll das ist, wenn 2500 Menschen sich auf eine Sache positiv konzentrieren. Ja? Und bei mir war es sogar so, ich habe die ersten Stunden nur geweint, weil sich die ganzen Emotionen gelöst haben. Gerade nach meiner schweren Krise jetzt und so, wo ich auch noch ein extra Video zu machen werde. Warum ich das Ganze mache, ist einfach nur, um Leuten wirklich zu motivieren, egal in welche Krise man steckt, egal wie schwer das Leben ist, habt Durchhaltevermögen, gebt nicht immer gleich auf. Man geht immer aus jeder Krise gestärkt hervor. Und gerade das Seminar bei Christian Bischoff ist wirklich dazu da, dass man einfach genau danach weiß, was will ich wirklich im Leben, wenn man offen dafür ist. Natürlich waren da auch Leute, die sind auch wieder gegangen, aber das ist nun mal so. Und das muss man einfach akzeptieren. Aber wenn man offen dafür ist und wenn man wirklich will und man merkt, okay, hier ist etwas, was ich nicht beschreiben kann, aber mir tut es unheimlich gut, geht wirklich zu Christian Bischoff. Wie gesagt, das ist halt schwer zu beschreiben. Letztendlich geht es im Leben immer um Gefühle. Ja? Man kann auch andere Seminare machen, wo man jetzt sagen würde, okay, ich gebe lieber ein bisschen weniger Geld aus und habe nur 10 Leute im Seminar, dann ist es auch das Richtige für euch. Aber wenn es um Gefühle geht, um Gruppendynamik und wenn da einfach mal über 2000 Menschen sind, das kann ich euch nur empfehlen, erlebt es einfach mal. Ja? Ihr kommt aus eurem Kopf raus, ihr seid sofort positiv, ihr wisst auf jeden Fall, was ihr wollt, weil dieser Mann hat so viel Erfahrung und der bringt alles genau auf den Punkt. Ja? Und gerade auch wenn auch Leute zum Beispiel in irgendeiner Übung, wenn es um Schwierigkeiten geht im Leben, um Probleme im Leben, da holt Christian zum Beispiel
ein Männlein oder Weiblein mal auf der Bühne, fragt aber vorher natürlich, ob man es will. Und da werden nicht nur deren Probleme angesprochen, weil deren Probleme können auch gleichzeitig deine sein, auch wenn du dich nicht traust da vorne auf der Bühne. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass es so ein Gemeinschafts- und Gruppenseminar ist, was einfach nur Spaß und Freude bereitet für alle. Ja? Und ich bin so, so dankbar. Vielen, vielen Dank, Christian, und an alle, die dort waren. Es war wirklich der Oberhammer. Und ich kann es, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Und vor allem ist es so, gerade für Leute, die denken, die sind nichts wert. Und ich glaube, das ist ja bei uns Menschen ein Problem. Das hat ja irgendwie so gut wie jeder, ne? Und man macht dort zum Beispiel Übungen. Nur als Beispiel, da finden so Gruppen statt von 40 Personen, jede Gruppe. Ja, und dann kriegt man halt so Zettelchen. Bevor man die Zettel kriegt, steht einer von diesen 40 oder 20 Personen, also 20 oder 40, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls eine Gruppenübung ist das. Ja? Da stellt man sich 5 Sekunden hin. Also ich habe mich jetzt vor 20 Leuten gestellt, 5 Sekunden, die haben die alle in den Augen gesehen und sollten das Positivste und Wertvollste, was sie in dich sehen. Ja? Also ich kenne es auch aus dem Harz, wenn man sagt, okay, versuch immer das Göttliche in jedem Menschen zu sehen. Also immer das Positive, weil jeder Mensch trägt etwas Positives in sich, egal. Egal in welcher Situation und egal was du für ein Verbrecher bist, jeder Mensch hat also etwas Positives in sich. Und das wird dann auf Zetteln geschrieben, in 3, 4 Wörtern oder einen Satz oder so. Und dann darf man diese Zettel abends nach dem Seminar, wenn man zu Hause ist, am besten alleine natürlich. Christian sagt natürlich, zu einem Glas Rotwein kann man das auch schön lesen und es einfach nur genießen. Also und das berührt einen einfach, was Menschen, die dich nicht kennen, was die in dir sehen. Und gerade, wie gesagt, ich beziehe jetzt gerade auf mich. Ich habe so an mir gezweifelt. Ich habe einen wahnsinnigen Rückschlag dieses Jahr erlebt. Und ich war wirklich kurz vorm Durchbruch. Und dann kam der Rückschlag. Und auch diese Themen spricht er an. Das haben viele Menschen, die vor dem Durchbruch sind, die etwas erschaffen wollen, die selbstständig werden wollen und sein wollen. Das haben oft Leute, entweder, man muss nicht mal krank werden, aber irgendwas im Leben prüft ein, ob man das wirklich will, was man jetzt vorhat. Ja? Und dafür stehe ich auch. Wie gesagt, da mache ich noch ein extra Video zu, was mir da alles genau so erfahren ist oder passiert ist. Und Erfahrung darf man sammeln. Ne? Die macht man und die darf man immer sammeln. Ja, Leute, Manja und ich, wir haben, glaube ich, 100 € pro Ticket bezahlt. Das ist auf jeden Fall das tausendfache wert. Eigentlich ist es unbezahlbar. So wertvoll sind diese 2 Tage dort. Und wenn einer denkt, oh, von frühs um 8:30 bis abends um 8:30, es wäre lang, sind natürlich 12 Stunden. Natürlich ist es auch ein Informationsflut, aber so ein positiver und so wertvoll strukturierter, hintereinander redender Fluss mit Gruppenübungen, wo jeder sich permanent wertgeschätzt fühlt. Also ich gehe wahrscheinlich nochmal hin, ja. Und vor allem für mich war es auch wichtig, dorthin zu gehen, weil ich mir sehr unsicher war. Ist es mein richtiger Weg jetzt gewesen, den ich vor einem Jahr eingeschlagen habe, ja? Nachdem ich für mich unterwegs war und nachdem auch gerade mein Trailer, die Lulu ja so gut zusammengeschnitten hat, der ist ja für meine Reichweite durch die Decke gegangen, hat glaube ich mittlerweile auch 35.000 Aufrufe nur bei Facebook und es ist für mich sehr viel und ich habe damit auch nicht gerechnet und ja, es kam eins zum anderen. Ja, was soll ich sagen? Glaube an dich selbst, glaube ans Leben und wenn ihr die Möglichkeit habt, guck mal bei Christian Bischoff auf seiner Seite vorbei. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Glaubt mir, Leute, ihr werdet es niemals bereuen. Es macht richtig, richtig Spaß dort. Und das Schöne ist bei Christian, der ist so natürlich, der hat so viel Lebenserfahrung, wie gesagt. Ich will mich jetzt nicht mal wiederholen. Er macht auch ganz oft Gewinnspiele, ja? Also dass man für 100 € so ein Ticket bekommt oder manchmal geschenkt oder so. Achtet da mal drauf. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wollte ich nur mal kurz von mir geben, was da so in mir ist. Es werden auf jeden Fall jetzt immer mehr auch so Kurzvideos über sämtliche Lebensbereiche kommen, weil ich, wie gesagt, dafür stehe.
dass ich viele Leute auch motivieren kann, egal in welche Krise man sich befindet, Durchhaltevermögen zu haben und dass man immer gestärkt aus jeder Krise rausgeht. Das ist so, das erlebe ich. Und dass das Leben letztendlich immer darum geht, um Entwicklung, ja. Und jeder Mensch entwickelt sich, auch wenn er denkt, ich mache das nicht, ich brauche das nicht. Wir werden alle mal geboren, wir sterben alle mal irgendwann, sollte es noch so sein. Und das Leben ist immer in Entwicklung und die einzige Sicherheit, die es im Leben gibt, sind Veränderungen. Ja? Und wenn du deinen Herzensweg finden willst, besuch das Seminar. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank bis hierher fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr wollt. Ne? Und ansonsten, wie sagt man, Peace out und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.